Hallo alle. So, mein heutiges Thema ist Bauchgefühl. Können wir uns drauf verlassen? Und echt, das ist doch das Ding. Wir glauben alle, wir können uns total auf unser Bauchgefühl verlassen, auf unsere Intuition, wenn wir nur reinspüren. Aber ehrlich, was ist dieses ganze Bauchgefühl? Was ist diese Intuition? Was ist dieses Reinspüren? Doch nichts anderes als eine Emotion, mit der wir auf etwas reagieren, wonach wir fragen. Also denkt euch nur mal, ihr fragt euch zum Beispiel, soll ich das essen oder soll ich zu dem Seminar gehen? Und ihr spürt mal rein. Was kommt da? Eine emotionale Reaktion. Könnt ihr euch darauf verlassen? Das kommt ganz drauf an, wie seid ihr programmiert worden. Weil, wenn ihr in etwas hineinspürt, so dieses, ich spüre mal rein, wie fühlt sich's an, was da sich anfühlt, ist eine emotionale Reaktion auf etwas, das euch im Außen gezeigt wird. So wie ihr darauf reagiert, ist abhängig von dem, was ihr bisher erfahren habt. Also, mit anderen Worten, eure Programmierung. Und ich will gar nicht sagen, dass wir nicht alle mit einem völlig intakten Leitsystem auf die Welt gekommen sind, das uns sagt, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Aber mit diesem Leitsystem ist rumgespielt worden. Von Anfang an. Ja? Also ein Baby, das auf die Welt kommt und das schreit und wird getröstet und bekommt alle Zuwendung, die es braucht und Nahrung und Liebe. Ja? Das wird ein Leitsystem haben, das sagt, cool, ich muss mich nur aufregen, ich muss nur nach etwas fragen, ich muss es nur wollen und dann kriege ich's. Ein Baby, das stattdessen nicht das bekommt, was es wollte, wird dieses Leitsystem nicht mehr haben, ja? Weil es wird erkannt haben, egal wie sehr ich etwas will, ich bekomme es nicht. Ein anderes Beispiel. Ganz im Jetzt, ja? Also wir reden jetzt gerade nicht von Kindheit, Vergangenheit. Im Jetzt. Stellt euch vor, ihr wollt Pilot werden. Das ist so ein Wunsch in eurem Verstand. Ich möchte gern fliegen, ich möchte ein Pilot sein. So, je nachdem, wie ihr programmiert wurdet oder welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was das Gleiche ist, werdet ihr unterschiedlich auf diese Frage in euch reagieren. Oh, will ich ein Pilot werden? Entweder kommt dann dieses, nein, bloß nicht, ich habe Angst vorm Fliegen, oder, ah, wäre das schön zu fliegen. So, dieses Bauchgefühl, das sich dann meldet und euch sagt, es ist richtig oder es ist falsch, ist nichts anderes als eine emotionale Reaktion auf eure bisherigen Erfahrungen. Und deswegen ist es so gefährlich, sich auf eure Intuition zu verlassen, auf euer Bauchgefühl. Das ist nichts anderes als eine emotionale Reaktion, die abhängig davon ist, wie ihr programmiert worden seid. Und ich höre das wirklich so viel. Ich spüre mal rein. Ich guck mal. Ja, ich lasse es mal sickern. Ich guck mal, ob es stimmig ist. Ja, das könnt ihr tun. Aber seid euch bewusst, das, was sich stimmig anfühlt, ist immer nur das, was eurer Komfortzone entspricht. Immer nur das, wo euer Verstand sagt, da seid ihr sicher. Das ist es, was ihr kennt. Ja? Und euer Verstand ist genauso wenig zuverlässig wie das Bauchgefühl. Weil der Verstand ist absolut darauf programmiert, euch immer in Sicherheit zu halten. Euch immer in der Komfortzone zu halten, immer darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden. Und manche Dinge, für die wir uns entscheiden, erfordern, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen, dass wir Schmerz nicht länger vermeiden, sondern Schmerz zulassen und darüber hinausgehen. Aber weder unser Bauchgefühl, das uns immer nur sagt, wir reagieren auf das, was wir kennen, und unser Verstand, der uns auch sagt, wir reagieren immer nur positiv auf das, was uns in Sicherheit hält, wird uns jemals dazu führen,
irgendetwas zu wählen, was außerhalb dieser Programmierung ist. So, was ist also die Lösung? Ja? Also, das ist für mich echt ein spannendes Thema und ich gucke mir das gerade jetzt besonders an, weil mit dieser ganzen Corona-Geschichte all diese Meinungen hochploppen und ich frage mich echt gerade, wie viele Bekanntschaften, Freundschaften, Partnerschaften werden sich auflösen, nur weil jemand das Gefühl hat, er müsse eine Meinung ausdrücken. So, Karin schreibt, das finde ich interessant, ich bekomme beim jetzigen Arbeitgeber keinen festen Vertrag, weil der Bauch meiner Chefin Nein zu mir sagt. Ja, der Bauch deiner Chefin ist auch nichts anderes als eine Programmierung. Ja? So, was triggerst du bei ihr, was dazu führt, dass sie sagt, ja, es hat nichts mit dir zu tun, es hat nur was mit ihr zu tun, worauf sie reagiert, worauf sie programmiert ist. Ja, du könntest mal gucken, mit ihr reden, was ist es, wovor sie Angst hat, was ist es, was sie glaubt, dass passieren wird, was ist es, was sie sich nicht vorstellen kann, was möglich ist. Ja, ja, probier das mal aus und schreib mir vielleicht hinterher, was dabei rauskommt. Ja. So, also, was ich euch heute mit diesem wunderbaren Video sagen möchte, ist einfach, ihr könnt euch auf nichts verlassen, von dem ihr glaubt, dass ihr es seid. Weil alles, was ihr glaubt, was ihr seid, ist eine Definition von euch und basiert auf Programmierungen, die ihr erlebt habt. Sowohl euer Verstand als auch euer Bauchgefühl sind abhängig von dem, was ihr irgendwann erfahren habt. Und das Bauchgefühl ist eine emotionale Reaktion auf einen Trigger, auf alles. Ja, es ist nur eine emotionale Reaktion. Beim Beispiel des Piloten, das ist so für mich, so, will ich ein Pilot werden? Wenn ich Angst vorm Fliegen habe, sage ich nein, um Gottes Willen. Wenn ich glaube, dass Fliegen was Tolles ist, sage ich ja gern. Also unser Bauchgefühl wird entweder positiv oder negativ reagieren, je nachdem, wovor wir Angst haben oder was wir toll finden. So, Evelyn schreibt, das heißt das, dass ich mich auf meinem Bauch, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, wenn ich mich in einer unbekannten Sicherheit, altbekannten Sicherheit fühlen will und bei was Neuem eben eher kribbeln vor Freude. Weiß ich nicht, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Es kann auch kribbeln vor Freude. Wenn etwas kribbelt vor Freude, oh doch, wenn etwas kribbelt vor Freude, ist es ein gutes Zeichen. Wenn etwas kribbelt vor Freude, ist es ein gutes Zeichen. Weil da ist keine negative und keine positive Reaktion, da ist nur ein Erstaunen, ein Abenteuer, eine Aufregung. Das ist ein gutes Zeichen. Danke, danke Evelyn. Ja. So, also, kribbeln vor Freude ist ein gutes Zeichen. Das ist keine emotionale Reaktion. Das ist irgendwie eine körperliche Reaktion und ein Zeichen dafür, dass wir ziemlich aufgeräumt haben mit irgendwelchen fixen Annahmen und Ansichten. Wenn bei uns was kribbelt vor Freude, haben wir weder eine positive noch eine negative Emotion. Also kein Dings, es fühlt sich gut an, ich könnte es machen, es fühlt sich schlecht an, ich sollte es nicht machen, sondern nur, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass wir aufgeräumt haben in uns sozusagen mit all den Konditionierungen und Programmierungen, dass da wirklich was ist, was unsere Lichter aufleuchten lässt. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. So, also, ihr könnt euch nicht verlassen auf euer Bauchgefühl. Euer Bauchgefühl ist abhängig von Programmierungen. Ihr könnt euch nicht verlassen auf euren Verstand. Euer Verstand ist ohnehin darauf programmiert, euch immer in der Komfortzone zu halten. Das ist nichts Schlechtes. Ja, das ist der Job eures Verstandes. Der ist dafür zuständig, dass ihr in Sicherheit seid. So, er wird alles dafür tun, dass ihr das kreiert, was euch das Gefühl gibt, euch sicher zu fühlen, in Sicherheit zu sein. Also diese beiden Dinge, vergesst es einfach. Ja? Es ist alles tricky und es ist nicht so, wie wir glauben, dass es ist. Und ich habe früher schon darüber gesprochen, über unser inneres Leitsystem, ja, das wirklich vollkommen intakt ist, wenn wir auf die Welt kommen, aber das mit dem rumgefummelt wird, sobald wir Emotionen zeigen, die für andere nicht angemessen sind. Dann wird diese Emotion, die wir zeigen, verkehrt gemacht von anderen.
Ob das jetzt zum Beispiel ist, keine Ahnung, wir haben uns wehgetan als Kind. Und dann sagt uns jemand, stell dich nicht so an. Dann wird diese Emotion nicht bestätigt, die wir haben, und wir stellen sie in Frage. Oder zum Beispiel, wir sind verletzt und sauer oder wütend, weil uns jemand unser Spielzeug weggenommen hat. Und dann sagt jemand zu uns, stell dich nicht so an. Ja, es geht nicht darum, dass du was hast, sondern es geht darum zu teilen. Auch da wieder wird unsere Emotion, wir sind wütend, nicht bestätigt. Ja, es wird uns nicht gespiegelt im Außen, dass es richtig ist. Wir werden dafür verurteilt. Man sagt uns, wir sollen was anderes fühlen. Also unser inneres Leitsystem wird von Beginn an sozusagen verwirrt und damit wird rumgefummelt und am Ende wissen wir nicht mehr, worauf wir uns verlassen können. Das müssen wir begreifen, ja? Und ich kann diese spirituellen, dieses spür mal rein, was fühlst du? Das funktioniert nicht. Und ihr wisst es vielleicht selbst, wenn ihr schon oft ausprobiert habt. Ich spüre mal rein, es fühlt sich gut an, ich tue es, es endet scheiße. Ich lerne jemanden kennen, es fühlt sich gut an, ich spüre mal rein. Oh, das ist die Person für mich. Und am Ende wirst du wieder verarscht. Ja, es funktioniert tatsächlich nicht. Nichts funktioniert, solange wir nicht sozusagen völlig klar in uns sind, unser inneres Leitsystem intakt haben und genau wissen, wo der Müll in unserem Hirnkastel ist, der uns dazu bringt, was Falsches zu fühlen. Und das ist echt schwierig, mit dem allen aufzuräumen, weil unser aller Hirnkastel ist voll mit allem Möglichen. So, was ist die Lösung? Die Lösung für mich ist, dass wir uns vorstellen, was wir haben wollen, was wir sein wollen. Das ist der einzige Weg aus diesem ganzen Dilemma heraus. Wir richten unseren Fokus auf das, was wir wollen, statt auf das, was wir nicht wollen. Also der ganze Müll, was wir versuchen zu vermeiden, den Schmerz, die Probleme, die wir haben, dieses Dilemma in uns. Ja, wir fragen uns, wie spürt sich's an, wie sollte sich's anspüren, was ist es, was ich will, was ist es, was richtig ist für mich. Den Fokus nehmen wir weg von all dem, sondern wir richten den Fokus auf das, was wir wollen. Wie will ich mich fühlen? Was will ich haben? Aber wirklich, wie will ich mich fühlen, wenn ich das, was ich will, bereits habe? Und wenn wir in diesem Zustand sind, wo wir unseren Fokus wegnehmen von all den Problemen, von all den Fragen, von all dem, was ist richtig, und wirklich hinrichten auf das, so wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich fühlen in der Zukunft? Dann hören wir auf zu versuchen, in etwas hineinzuspüren, dann hören wir auf, Dinge zu zerdenken und irgendwas zu zwingen. Stattdessen bleiben wir beständig in der Vorstellung dessen, was wir wollen, wenn wir es bereits haben, und fühlen das real. Das heißt, wir richten unseren Fokus wirklich auf das, was wir wollen, stellen uns vor, dass es bereits so ist und fühlen, wie wir uns fühlen würden, wenn es bereits so ist. Und aus diesem Zustand heraus, das ist wie reine Magie, werden wir genau die Dinge wählen, die dazu führen, dass dieser Zustand sich verwirklicht. Und das Ganze wird uns vorkommen, als wäre es vollkommen natürlich, vollkommen ohne Anstrengung. Da können wir dann sogar ohne Anstrengung unsere Komfortzone verlassen. Da können wir dann sogar Schmerz erleben und durchgehen durch diesen Schmerz. Und es wird sich leicht anfühlen. Ja? Das heißt, wenn wir in dem Zustand sind, dessen, was wir haben wollen, geht es nicht mehr darum, wie fühlt sich's an? Wie ist meine emotionale Reaktion? Da geht es nicht mehr darum, was für ein Problem habe ich, welche Wahl treffe ich. Da geht es nur noch darum, ich bleibe in diesem Zustand, ich fühle real, dass das, was ich möchte, bereits so ist. Und aus diesem Zustand heraus werden wir vollkommen natürlich handeln, sodass alles, was wir tun, dazu führt, dass dieser Zustand sich verwirklicht. Und ich sage nicht, dass es immer leicht ist, ja, dieses ich spüre mal rein, ob es für mich passt oder nicht, ja, wird immer so sein, dass das, was du spürst, was positiv ist, leicht wird, ja, und es wird immer dazu führen, nicht immer, aber wenn deine Programmierung entsprechend ist, dass du in deiner Komfortzone bleibst und sich nichts verändert. Aber wenn du in deinem Zustand bist, dessen,
was du willst und fühlst, dass es real ist, dass es bereits so ist, wirst du mit Leichtigkeit und ohne Anstrengung und ganz natürlich durch alles durchgehen, was dazu führt, dass es so wird. Und das ist der große Unterschied. Also, meine Einladung heute für euch ist, euch nicht mehr damit aufzuhalten, das Richtige wählen zu wollen, die richtige Meinung zu finden, zu entscheiden, was richtig oder falsch ist, euch bemühen, rein zu spüren, was ist es denn, das alles loszulassen und stattdessen euch vorzustellen, was ihr haben wollt, wie ihr euch fühlen wollt, wenn das, was ihr haben wollt, bereits da ist. Das ist alles, was es braucht. Ehrlich. Ja? Also, macht euch bewusst, man hat euch immer wieder gesagt, ihr müsst nur mit dem Herzen fühlen, ihr müsst nur reinspüren, dann wird schon alles richtig sein. Ich habe so oft erlebt, bei mir und anderen, dass das nicht stimmt, weil da ist nichts außer unserer Programmierung. Wenn wir jenseits unserer Programmierung sein wollen, müssen wir erkennen, dass unsere Vorstellungskraft das Ding ist, was uns die Dinge ins Leben bringt, was wir wollen und nicht sonst. Alles andere ist Programmierung, Definition, Schlussfolgerung, Annahme. Und unser Gespür kann uns immer nur dahin führen, wo wir bereits sind. In unsere Programmierung, die Definition von uns selbst, die nicht durch uns geschehen ist, die sozusagen uns auferlegt wurde durch unsere ganzen Erfahrungen, dessen Ursprung wir natürlich wieder selbst sind. Aber dieses Hineinspüren, dieses, was ist es, was fühlt sich stimmig an, wird uns immer nur dahin führen, was sich stimmig für uns anfühlt, aufgrund unserer Programmierung. Was halt immer wir gelernt haben, was sicher ist, was vertraut ist. So, also haltet euch nicht mehr damit auf, herausfinden zu müssen, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, darum geht's. Ja? Trennt euch nicht mehr in euer Gefühl, in euren Verstand, in euer Bauchgefühl, in eure Intuition, in euer Herz, in euer Hirn, in eurem Bauch. Trennt euch selbst nicht mehr in all das, sondern werdet euch bewusst, dass alles das, was ihr da wahrnehmt, eine Programmierung ist. Ja. Und aus der können wir nur rauskommen, wenn wir wissen, dass wir uns etwas vorstellen können, dass wir die Macht haben, aus dem auszusteigen, indem wir uns etwas anderes vorstellen und das glauben. Und wenn wir das glauben, was wir haben wollen, wenn wir wissen, dass es möglich ist, wenn wir uns selbst glauben Bewusstsein glauben, dass es so funktioniert, dann brauchen wir nicht mehr spüren, nachdenken, sondern dann bleiben wir einfach in diesem Zustand dessen, was wir haben wollen. Und aus diesem Zustand heraus werden wir neue Wahlen treffen. Und es wird sich richtig und leicht anspüren. Wir werden nicht einmal merken, dass wir etwas wählen. Ja? So. Ich lade euch ein in meine Gruppe Erfolgreich beginnt im Kopf, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über das Gesetz der Annahme, über Vorstellungskraft. Und die Geschichte mit dem inneren Leitsystem, wie mit dem rumgefummelt wird und was es für Auswirkungen haben kann, wenn damit herumgefummelt wurde und wie wir es überwinden können. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Endlich Glück in der Liebe. Weil ehrlich, bei ganz vielen Leuten hapert es nur daran, wenn sie kein Glück in der Liebe haben, wenn sie Beziehungen haben, die nicht funktionieren, die nicht doll sind, wo sie sich ausgenutzt fühlen oder was auch immer. Hapert es nur daran, dass mit unserem inneren Leitsystem rumgefummelt wurde und wir uns trotzdem drauf verlassen. Und darüber können wir hinausgehen und uns eine Beziehung vorstellen, die wir gerne hätten, in der wir uns wirklich so fühlen, wie wir uns gerne fühlen würden. So, und Evelyn schreibt, wie einfach das klingt, so schön. Ja, ist es auch, oder? Ich meine, Evelyn, du hast schon so viele Dinge jetzt kreiert, die anders sind als all das vorher, mit der Vorstellungskraft, oder? Ist es nicht wirklich easy? So, danke euch fürs Zuschauen, habt noch einen wunderbaren Sonntagabend und eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns irgendwann irgendwo.